Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Unsere Quelle ist das Wort Gottes und darin finden wir Hilfe, Trost und Lösungen. Gottes Wort sagt in Hebräer 13, Vers 5, ich will dich nicht versäumen noch verlassen. Und das ist so. Du kannst dich felsenfest auf ihn verlassen. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Welche Werte lebst du? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Welche Werte lebst du? Wir haben einen Alltagsveränderer geschrieben und da steht auf Seite 12 das Thema, welche Werte lebst du? Ablehnung oder Annahme? Verurteilung? Oder Freundlichkeit? Es ist deine Entscheidung, was du lebst. In deinem Umfeld, wenn du einkaufen gehst, was lebst du? Du sagst, ich bin für mich unterwegs, keiner soll das kümmern und ich mache meine Sachen, ziehe mich zurück wieder in meine Welt, wie ich sie gewöhnt bin. Nein, wir sind heute da, den Unterschied zu machen in unserer Gesellschaft. Nicht auf der Bühne, nicht im Fernsehen, sondern du dort, wo du lebst. Und das ist wunderbar, wenn wir Liebe leben dürfen, Wertschätzung leben dürfen und auch wirklich vergeben leben dürfen. Nicht nur vergeben, sondern das auch leben. Deinem Nachbarn, mit dem du sauer bist, mal wieder Wertschätzung und die Vergebung rüberbringen, dass du ihn nicht hasst, sondern wirklich, dass er merkt, du hast ihm vergeben. Du kannst sachlich sein, selbstverständlich. Nicht das, den ganzen Blödsinn irgendwo akzeptieren, das musst du nicht. Aber wirklich, tu ihn wertschätzen. Und die Wahrheit sollen wir leben. Und das ist wirklich das Zeugnis, das du erbringen kannst in deine Umwelt, in deinen Alltag. Und ich danke dir, Herr, dass wir das tun dürfen. Dass wir wertschätzen, lieben und vergeben dürfen. Und danke, Herr, lass uns dann mächtiges Werkzeug in dieser Welt sein, wo so viel Angst unterwegs ist, wo so viel Hass unterwegs ist. Ich danke dir dafür, Herr, lass uns deinen Geist hineinbringen, deinen Heiligen Geist, indem wir lieben, wertschätzen und vergeben. Amen. Amen. Auf WhatsApp schreibt uns jemand: Ich wende mich in meiner Not an euch, Hoffnung um 12. Ich bekam gestern die Nachricht, ich hätte Bakterien in meinem Magen und bekam Tabletten. Die Nebenwirkungen in der Beschreibung sind entsetzlich. Ich habe Angst, sie zu nehmen. Bitte betet für mich, dass es mir genommen wird. Ich danke euch. Jesus, und wir danken dir, dass du diese Person kennst und dass du ein Herr bist über jede Bakterien und auch über jeden Virus. Und wir danken dir, dass du diesen Magen reinigst, dass keine Bakterien mehr zu finden sind. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom fließt und dass diese Tabletten keine Nachwirkungen haben, keine Nebenwirkungen. Danke, Jesus, dass wir diese Nebenwirkungen einfach außer Kraft setzen. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass du diesen Magen heilst und reinigst. Und auch all die anderen Menschen, die Probleme haben mit ihrem Magen. Danke, Jesus, dass du ihnen hilfst und dass dein Heilungsstrom fließt zu jedem Einzelnen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Ich möchte euch herzlich bitten, dass ihr für meine Cousine betet. Sie hat eine schwere Herz-OP vor sich. Herzlichen Dank. Und Jesus, wir beten auch für diese Frau, die eine OP vor sich hat. Und ich danke dir, dass du ihr Herz berührst, dass es in den normalen Zustand zurückkehrt, so wie du es geschaffen hast. Und dass keine OP notwendig ist, sondern dass dieses Herz funktioniert. Danke, Jesus, dass du da eingreifst und dass du da heilst. Danke, Jesus. Und auch all die anderen Menschen, die Probleme haben mit ihrem Herzen. Danke, Jesus, dass jedes Herz in die göttliche Schöpfungsordnung zurückkehrt und wieder ganz normal funktioniert. Danke, Jesus, für deine Heilungskraft. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet, wie immer.
Und auf WhatsApp erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Ich bitte um Gebetsunterstützung für meine liebe Freundin. Seit Jahren ist sie an MS erkrankt und es wird schlechter mit ihr. Bitte betet mit mir für ein Wunder, dass Gott sie von dieser scheußlichen Krankheit heilt. Ich vertraue auf ein Wunder. Oh ja, danke Herr für diese MS-Krankheit, dass du sie besiegt hast. Ich danke dir dafür, Herr, für dieses Wunder, Herr, das du schenkst, Herr. Ich danke dir, Herr. Herr, auch wenn Menschen und Ärzte da nicht viel machen können, Herr, du hast uns den Sieg gegeben, du hast Heilung gegeben. Und Herr, wir sprechen auch Heilung hinein in diese Krankheit. Und Herr, Herr, was den Menschen unmöglich ist, ist dir möglich. Das möchte ich nochmal wiederholen. Herr, danke, Herr, dass du Wunder über Wunder tust, auch gerade jetzt hier. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns, Hallo ihr Lieben, ich benötige eure Gebetsunterstützung bezüglich Befreiung von Ängsten in der Nacht und dass Gott heute noch eingreift in der Erbauseinandersetzung mit meinem Bruder. Ja, die Ängste, das ist, glaube ich, das Größte, was momentan unterwegs ist. Ängste vor allem möglichen Arbeitslosigkeit und all das, was die Medien auch verbreiten, wo man sich angesprochen fühlt, dass es einem auch trifft, da macht Gott wirklich einen Unterschied. Er nimmt die Angst weg, weil wir müssen wissen, er ist größer. Und wenn wir das kennen, dass er größer ist, dann ist auch die Angst verschwunden. Hört sich einfach an, aber arbeite daran. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du jetzt auch einem jeden so begegnest, dass du dich so groß und so unendlich groß, Herr, wirklich jedem vor Augen führst, Herr. Deine Macht und deinen Sieg, Herr. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass bei dir nichts unmöglich ist. Wo wir nicht mehr weitersehen und weiter können, Herr, du hast Möglichkeiten. Du hast auch Möglichkeiten für diese Erbauseinandersetzung. Schenke Weisheit, schenke Frieden. Herr, ich danke dir dafür, ich danke dir dafür. Komme du dort hinein und auch alle anderen, die Ähnliches haben. Herr, danke Herr. Amen. Amen. Menschen schreiben uns ihre Erlebnisse mit Gott und hier geht es um eine Arbeitsstelle. Hallo liebe Isolde, lieber Daniel, ich möchte mich bedanken für eure Gebete. Habe in der Corona-Zeit meine Arbeitsstelle verloren und war jetzt mehrere Monate arbeitslos. Hatte diese Woche ein Vorstellungsgespräch und gestern Probe gearbeitet. Und ich habe die neue Arbeitsstelle erhalten. Fühle mich sehr wohl da und alle sind freundlich. Danke und Gottes Segen. Und eine weitere Gebetserhörung wegen Finanzen. Hallo Missionswerk, ich habe gebeten für Verbesserung meiner Finanzen. Vor circa einem Monat hat mich mein Bruder angerufen und er hat mir erzählt, dass wir Geschwister Geld bekommen werden von der Erbschaft unseres Opas, der seit 35 Jahren tot ist. Damit hat keiner gerechnet. Danke Gott, danke Jesus, dass du mein Gebet erhört hast und es liegt mir am Herzen, davon den Zehnten zu spenden, sobald das Geld da ist. Liebe Grüße und danke für ihre seelische Unterstützung. Ja, Gott hat doch immer Mittel und Wege. Erstaunliche Möglichkeiten auch uns zu helfen, wie auch bei der nächsten Gebetserhörung. Hallo liebe Beter vom Missionswerk. Vor circa 3 Monaten bat ich um Gebet für meine Tochter. In den Jahren zuvor kam sie auf Abwege, Freundeskreis mit Drogen und zu dieser Zeit Schule beendet und keine Pläne. Auch emotional war sie wie ein Kaktus, eher depressiv, Umgang mit ihr schwierig und anstrengend. Da fiel mir ein, euch um Hilfe zu bitten und darauf zu vertrauen. Das gab mir neue Hoffnung. In nur 3 Monaten ist Folgendes passiert. Sie hat die Freundschaft zu ihrem Drogenfreund beendet und auch so ziemlich diesen ganzen Bekanntenkreis. Sie wurde umgänglicher und jetzt die Krönung. Seit dem 17. August ist sie sogar in Ausbildung. Vielen, vielen Dank an euch alle dafür. Ich weiß, dem Herrn gebührt das Lob,
aber eure Arbeit war es, die mir wieder Hoffnung für sie gab. Was für eine Veränderung. Ja, Hoffnung um 12. Wir wollen auch da über Gebetserhörungen berichten und wie Hoffnung in Realität geworden ist, wie Hoffnung sich manifestiert hat, dass man es richtig sehen, erleben kann. Hast auch du so etwas erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Und nun noch zum Abschluss den Tipp des Tages, passend zu unserem Thema heute. Welche Werte lebst du? Ja, bestimmt hast du Fehler gemacht. Wir alle machen Fehler, wo du sagst, gestern, da hätte ich dem anders oder der anders begegnen sollen, das habe ich heute erkannt. Überlege dir mal, welche Werte lebst du? Liebe, wertschätzen, vergeben, mach dir mal darüber Gedanken. Wir beten gerne für dich, wenn du uns dein Anliegen sendest oder am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, ich möchte dir heute unseren Alltagsveränderer empfehlen. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Auch möchte ich heute für unsere Online-Gebetsnacht werben. Nächste Woche, Samstag, 14 Uhr und Wiederholung um 22 Uhr. Sei dabei! Herzliche Einladung zur Online-Gebetsnacht vom Missionswerk Karlsruhe. Nehmen Sie sich Zeit, dem grenzenlosen Schöpfer zu begegnen und von ihm Hilfe zu erbitten. Mit Lobpreis, intensiven Gebetszeiten, Impulsen und vielem mehr. Kommen Sie in den Livestream auf YouTube oder missionswerk.de am 26. September ab 14 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Wir verabschieden uns und freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Alles Gute und Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.